Moin, ich bin Uwe von Tier und Tier Tesla. Das ist Heribert. Heribert, du bist heute bei mir zur Untersuchung. Übrigens hier die Kamera, da. Ja. Du hast ein S85D neu gekauft. Ja. Vor vier Jahren, genau. Du bist hier jetzt zu deiner Untersuchung. Du hast mittlerweile 74.427 Kilometer gelaufen. Deine Garantie läuft jetzt aus und du hast gedacht, Mensch, lass dich mal den Ofen raufgucken, was damit ist. Nun muss ich sagen, erstaunlicherweise ist dein Auto gut. Du hast kaum Mängel, bisschen Kleinkram, die Lenksäule rattert ein bisschen, die Kamera ist unscharf hinten. Was habe ich denn noch? What we do here is go back. Ja, das war's eigentlich. Zwei Rückrufe und dann vorne ein bisschen Risse in den Schubstreben der Vorderachsaufhängung. Aber ich habe ja auch deinen Akku ausgemessen. Und du bist jetzt der Erste, der mir hier unterkommt, der davon betroffen ist, von dem, wo viele jetzt berichten, dass Tesla einfach die Reichweite des Akkus über ein Update, und das ist das Update V9.0 2019 16.11, einfach die Reichweite kürzt. Mhm. Du hast dich schon gewundert, ne? Ja, ja. Wann kam das Update ungefähr? Kann ich gar nicht so genau sagen. Vielleicht 2 Monate, ein Monat? Ja, ungefähr. Ja. Und du hattest immer schön so 412, ja. 420? Ne, 412 6, hatte ich. 412, ja, das ist genau das. Ich habe ja eine Datenbank von den fast 100 Autos, die ich mittlerweile geprüft habe. Und bei 73.000 oder 74.000, was dein Auto jetzt gelaufen hat, müsstest du ungefähr 412, 417 Kilometer Reichweite haben. Typical Range. So, und das ist nicht mehr. Wir haben jetzt 363. Mhm. Das sind 11%, die dir gestohlen wurden. Ja. Ist das der Hammer? Ja, ich habe am letzten Donnerstag habe ich ihn zum Balancieren auf 100% am Supercharger geladen. Ja. Und da hatte ich eine Anzeige von 362. Genau, 362 und vorher 412. Da wundert man sich doch, oder? Mhm. Ja. Eigentlich ist es ja ohne Ankündigung einfach ein Diebstahl deines Eigentums. Doch, das kann man so sehen, ja, oder? Ja, ja, ja. Okay, woran liegt es? Tesla hat ja schon, das haben vielleicht einige von euch schon gehört, jetzt festgestellt, dass die Batterien dann doch altern und dass es ein sogenanntes Plating gibt an der Anode, also am Pluspol der Batterie, und dass dadurch Schwierigkeiten aufstehen und die Langlebigkeit der Batterien geringer wird. Und zwar wird diese Restriktion an den Batterien oder an den Akkus vorgenommen bei allen Fahrzeugen, die über 70% DC geladen haben. So, nun frage ich mich natürlich, wieso lädst du denn so viel DC? Hast du keine Steckdose zu Hause? Nein, ich komme zu Hause an meine Steckdose nicht ran. Ja. Und an den öffentlichen Stationen, an den Triple Chargern, ich habe einen CHAdeMO-Adapter. Und wenn ich dann die Zeit abwarten muss oder die Ladeweile verbringen, dann nutze ich natürlich den CHAdeMO-Adapter. Ja. Aber ich habe nie eine höhere Ladeleistung als 34 kW gesehen am Triple Charger. Ja. Und von daher habe ich mir gedacht, es war ja auch nicht früher kommuniziert worden von Tesla, dass DC-Charging schädlich ist. Richtig. Und dass es zu diesen Konsequenzen führt. Ja. Und deshalb habe ich DC geladen, wenn es möglich war. Genau. Ja, das würde ich eigentlich auch machen, ne? Wenn du dann sagst, Mensch, wunderbar, ich habe hier einen CHAdeMO-Adapter, da kann ich ja mal eben, was lädst du da, 42 kW maximal, oder? Nein, eben, wie gesagt, ich habe nie mehr als 34. 34, okay, ja, geht auch. Manche kriegen 42, habe ich schon mal gesehen. Ja, 34, hast du einen Doppellader drin? Ja. Das hätte 22, 34, so ein Riesenunterschied ist auch nicht, ne? Deshalb habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ja, hätte ich auch nicht. Und was hat sich daraus ergeben? Es hat sich daraus ergeben, dass du 12.118 Kilowattstunden DC geladen hast und nur 2.846 Stunden AC. Das sind über 80% DC und damit fällst du jetzt in das neue Raster von Tesla und die kürzen dir 11% deiner Reichweite. Das ist wirklich der Hammer. Du hast also jetzt nur noch
ein nominales Fullpack von 67,4 Kilowattstunden und ein Usable Fullpack von 63,4 Stunden. Das haben sie ja einfach rausgenommen. Wie gesagt, die Reichweite von den meisten S85D, die ich hier prüfe, ist 412 Kilometer. Ich hatte gestern erst einen da. Da ist das Usable Fullpack 70 gewesen. Der hatte 130.000 Kilometer gelaufen. Dann hatte ich einen mit 74, ähnlich wie deiner. Da war das Usable Fullpack 72,3 Kilowattstunden. Also haben sie dir runter auf 63,4 Kilowattstunden. Ja, das sind fast 9 Kilowattstunden einfach mal gecuttet. Aber finde ich schon richtig scheiße. Also, da muss Tesla sich was einfallen lassen, denke ich. Ne? Du wirst natürlich jetzt auch mal vorsprechen. Ja, auf jeden Fall. Gerade mit den Mut, das sind nur noch relativ wenig Mängel hier bei dir. Aber 11% Leistungsverlust ist nicht akzeptabel. Ja, wie gesagt, man findet das raus. Ihr findet das natürlich raus, weil ihr auf einmal merkt, oh Gott, ich kann mein Auto nicht mehr so viel laden. Es betrifft anscheinend nur die 85er, was ich jetzt mitbekommen habe. Hast du schon mal an anderen was gehört? Nee, ne? Nein. Und ich habe bisher nicht dazu gesagt, weil die ganzen Daten, die ich so im Internet gehört und gelesen habe, die kommen halt von anderen Leuten. Und hier habe ich jetzt mal tatsächlich einen vor Ort und konnte ihn selber ausmessen und auch darauf dann reagieren und mein Fazit daraus ziehen, was ihr jetzt hier mitbekommen habt. Also S85D sind anscheinend davon betroffen. Ja, prüft das mal nach, wenn ihr davon betroffen seid, von eurem Cut in der Reichweite, dann meldet euch doch einfach mal bei Tesla. Hm? Ich finde, das ist auf jeden Fall drin. Ne? Ansonsten kann ich dich zu deinem S85 natürlich beglückwünschen, weil er wenig Mängel hat. Aber das ist erste Hand. Du hast das Auto von Anfang an schon behandelt. Ne? Ja. Bis auf das mit dem DC-Laden, aber das wusstest du nicht. Nee. Na gut, okay. Was machen wir jetzt? Weiter DC-Laden und sehen, dass du deine Kilowattstunden wieder kriegst, ne? Ja. Was hast du für eine Wahl, ne? Ja, oder halt eben mehr Zeit investieren. Beim Typ-2-Laden. Mit dem Doppellader geht es ja noch einigermaßen. Das stimmt. Das geht. Warum fährst du Tesla, wenn ich fragen darf? Ja, ich finde das Auto fast wie eine eierlegende Wollmilchsau. Ja. Das Auto sieht gut aus, das hat eine gute Beschleunigung, eine gute Höchstgeschwindigkeit und ist vielseitig verwendbar durch die Kofferräume und man kann drin pennen, Camping machen. Und du findest ihn hübsch? Ja. Mhm. Camping machen, geil, ne? Kauft man sich ein Auto, was hat er mal gekostet, weißt du noch? 100.000? 100.000, ja. Ja, kaufe 100.000 Euro, fährt am Campingplatz und pennt in der Karre, das ist auch so geil. Da müssen Leute auch denken, was kommt da denn für einer aus dem Auto, ne? Ja. Und du bist eigentlich auch ein Petrolhead, oder? Hast du auch noch ein paar alten Käfer-Cabrio, hast du noch umgebauten? Ja. Erzähl doch nochmal die Geschichte, wie du deinen Tesla gekauft hast, das fand ich vorhin ganz interessant. Ja, also meiner Frau gefiel der Wagen, wir hatten ihn an der Ladestation in Eichstätten gesehen, als wir mit dem Wohnmobil zum Lago Maggiore gefahren sind. Und sie sagte, das ist ja mal ein schönes Auto. Und da wusste ich, das gibt grünes Licht. Ja. Ja. Mir gefiel er auch gut. Und dann habe ich gedacht, ja, dann habe ich einfach geklickt, so wie bei eBay, sofort kaufen. Ja. Und ich hatte ihn noch nicht gefahren, noch nicht drin gesessen. Hast bist auf eBay, auf die Tesla-Seite gegangen? Ja, ja. Hast du das Ding konfiguriert? Ja. Und hast gesagt, das ist meiner jetzt? Ja. Und danach bin ich erst nach Dorderstedt gefahren und habe eine Probefahrt gemacht. Wie lange hat das gedauert, bis der Neuwagen damals da war, vor 4 Jahren? Ich weiß nicht, 3 Monate. 3 Monate nur? Okay. Aber du warst noch Premium-Kunde, ne? Die haben alles für dich getan, was du wolltest, ne? Ja. Ja, das war vor 4 Jahren noch so. Das hat sich ein bisschen geändert. Aber egal, es sind auch immer mehr Tesla-Fahrzeuge geworden, nur eben nicht genügend Mitarbeiter. Das ist das Problem. Daran hapert das Ganze. Okay, hast du da auch eine PV-Anlage zu Hause? Nein, eben nicht. Nein? Okay, Martin Sassenberg, einer meiner Zuschauer, sagt ja immer, ich darf das nicht fragen, aber bist du ein Ökovogel? Ich bin ja jetzt auch einer, ich habe jetzt eine PV-Anlage. Ja, eigentlich ja, auch. Also ich habe es auch aus ökologischen Gründen gemacht. Mhm. Ja, finde ich gut. Und wie bist du zufrieden mit der Verarbeitung? Ja, ich kann nicht klagen. Nee. Also meiner scheint einer von den Guten zu sein. Deiner scheint einer von den Guten zu sein, ja, das stimmt. Möchtest du noch mal ein anderes Auto fahren? Nein. Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Er hat da so ein Käfer Cabrio noch und das Ding steht nur rum, weil man einfach keinen Bock mehr hat, so ein Ding zu fahren. Ja. Das geht mir auch so. Ich habe noch Motorräder. Meine Harley zum Beispiel, die steht nur rum, weil ich setze mich lieber in Tesla. Ich weiß auch nicht. Früher bin ich nur Moped gefahren im Sommer. Naja.
Was willst du machen? Wenn die mal einen richtigen Full-Dresser-Bagger rausbringen mit Elektro-Reichweite 400 Kilometer, dann hole ich mir auch so ein Ding. Ja. Aber naja, das sind Luxusprobleme. Okay, willst du noch einen neuen Tesla kaufen? Erstmal nicht. Meiner ist noch so gut. Ja, alles klar. Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.